So, ein erneutes Hallo zu The Abbey. So, ich habe jetzt nur ganz weit drüber nachgedacht. Ich habe es letztes Mal vor einer Woche ungefähr gespielt. Und wir haben eigentlich nur wirklich zwei Möglichkeiten, was wir eigentlich machen können. Erstmal, wir könnten immer noch versuchen, sozusagen in Umbertos Klause zu kommen, der ja nun leider tot ist und wo sozusagen Leute drin beraten haben. Also der Abt und der, wie heißt der? Der Inquisitor. Oder wir könnten versuchen, sozusagen in das Hospital einzubrechen. Ja. Keine Ahnung, was wir zuerst machen. Keine Ahnung, wir hatten immer zuerst mal Umbertos Klaus und da, der Herr Schlüsselwächter, wie heißt er nochmal? Ah, Egidius sozusagen, der Einzige ist, der uns da irgendwie helfen könnte, weil er den Schlüssel dafür hat. Müssen wir ihn davon überzeugen. Ich habe das dumme Gefühl, wir müssen mit diesem Umschlag irgendwas machen. Guck nochmal an, bitte. Ich sehe hier nichts Besonderes. Und du brüllst ganz schön. Ich probiere es nochmal. Geöffneter Umschlag. Hier, Egidius. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dich so kalt lässt. Ich meine, bitte dich. Wo sind wir denn hier? Das geht nicht. Das geht schon. Nochmal ansprechen. Da hat er viel mehr zu tun, als eigentlich nötig wäre. Ah, es war Linksklick, Entschuldigung. Hört, Egidius. Ich möchte, dass eine Umbertos Klause für mich öffnet. Nochmal. Ich möchte, dass ihr Umbertos Klause für mich öffnet. Wie? Nein, das kann ich nicht. Ihr seid doch immer noch Torwächter. Und ihr seid nicht mehr der offizielle Ermittler, oder? Egidius, es geht nur darum, eine Tür zu öffnen. Ihr habt es oft getan. Nicht, während die Inquisition dabei war, die angrenzende Klause zu durchsuchen. Kommt schon. Besteht ihr denn nicht? Wir haben Befehl, euch nicht zu helfen, weil eure Arbeit hier abgeschlossen ist. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Es kann sein, dass der Abt... Abt? Wer redet vom Abt? Das ist ein Befehl von Nazario aus Mailand. Ach ja? Ja, und er mag mich ja nicht besonders. Und, Rezept, ich probier's einfach nochmal. Nein. Herrgott, nochmal. Pergament, Ansems, was? Ansems Pergament, okay. Spielkarte, ich probier's nochmal mit Ansems Pergament. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich glaube, du hast keine Ahnung. Dann gehen wir vielleicht nochmal so zum Umbertos Klause. Und gucken nochmal. Kirche. Hinein. Auf zu den Klausen, nicht zum Klausengarten. Dann direkt nach rechts. Und nochmal zu Umbertos Klause. Na? Bis heute früh hat Umberto hier geschlafen. Wir wissen alle, wo er jetzt ruht. Nochmal rechtsklick. Sie ist verschlossen. Aber ich weiß, wer uns dabei helfen könnte, sie zu öffnen. Vielleicht klappt es erst jetzt, weil er scheint irgendwie diesen indirekten Hinweis hinzugeben und das Spiel scheint ja sowieso mal so zu sein. Man kann irgendwie erst eins machen, nachdem man genau etwas anderes gemacht hat. Und das Spiel gibt mir da in der Hinsicht ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Egidius, hier ein Umschlag. Ich bin fest davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, am besten Willen. Was hält man diesen blöden Umschlag ja nicht? Ich kann keinen Hinweis erkennen. Oh, Alter. Leider hat er viel mehr zu... Ja. Hört, Egidius. Öffne es mir. Ich möchte, dass ihr... Wie? Ach, Herrgott, nochmal dasselbe in grün. Kommt schon. Besteht ihr denn nicht? Wir haben Befehl... Ja, das hat man schon. Kann sein... Abt? Ach ja. Haben wir irgendwas vergessen? Buchgeschenk? Buchgeschenk? Scheint nicht zu gehen. Papiere? Nein. Rezept wahrscheinlich nicht. Hortus Tuus wahrscheinlich auch nicht. Nudelholz ist Quatsch. Ein Hammer, eine Brechstange, mit der wir komischerweise auch nicht ins Hospital reinkamen. Brief? Brief? Ah, das war der Brief. Ich hab dir aus dem Armschlag genommen. Meine Güte, ey. Wisst ihr, was in diesem Schreiben steht? Wisst ihr, was in diesem Schreiben steht? Nein, woher sollte ich das wissen? Ich bin doch kein Wahrsager. Ihr solltet weniger schroff sein, Egidius. Wir beide werden eine kleine Unterhaltung führen. Nein, komm. Ihr solltet weniger schroff sein, Egidius. Und ihr solltet mich in Ruhe lassen. Der Inquisitor wünscht nicht, dass ich mit euch spreche. Er wünscht so manches. Wir beide werden eine kleine Unterhaltung führen. Also, wenn ihr mir keinen Vorschlag machen könnt, wie ich all dies während meines Mittagsschlafs kehren kann, habe ich kein Interesse an dem, was ihr mir sagt. Dennoch glaube ich, dass der Inhalt dieses Briefes sehr interessant für euch wäre. Ja und? Hat gerade schon gezuckt gerade, der kleine Mann. Ist es euch egal? Wahrscheinlich schon. Ihr könnt nicht lesen, oder? Ja. Ihr könnt nicht lesen, oder? Laut der Bibel ist das keine Sünde. Woher wisst ihr das, wenn ihr nicht lesen könnt?
Ist es euch egal? Ihr habt ihn schon vorher gesehen, stimmt's? Ihr habt ihn schon vorher gesehen, stimmt's? Nein. Ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mich euer Gedächtnis etwas auffrischen. An den ehrwürdigen Pater Abt von San Torquato zur Kenntnisnahme. Das reicht. Hört auf. Also habt ihr früher in San Torquato gelebt? Nee. Warum wollte Sigunde euch aus der Abtei verbannen? Auf welchen Vorfall bezieht sich das Schreiben? Ich will mal nicht ganz in der Vergangenheit eigentlich graben. Na gut. Werdet ihr mir jetzt helfen und Umbertos Klaue aufschließen? Ja, mach's gleich direkt so. Werdet ihr mir jetzt helfen und Umbertos Klause aufschließen? Und was ist mit dem Brief? Den kannst du Man haben. Man kann nicht behaupten, dass dieses Papier von hoher Qualität sei. Es kann jeden Moment zerreißen. Es kann sogar schnell in Flammen aufgehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn das so ist, sollten wir uns nicht auf den Weg machen? Habe ich eine andere Möglichkeit? Aber gebt mir erst den Brief. Besser nicht. Einverstanden. Oh, na gut. Ihr könnt reingehen, wenn ihr wollt. Nun gebt mir den verfluchten Brief schon. Okay, von wegen, ich habe ihn eben schon gegeben. Na gut. Macht euch keine Sorgen. Die Vergangenheit interessiert mich nicht. Schließlich hat jeder von uns Dinge, die er vergessen muss. Wohl wahr. Mensch, endlich Umbertos Klausel. Was suchen wir, Meister? Ich weiß es noch nicht, Bruno. Gut, da ist ein neuer Raum. Das werde ich natürlich alles ganz, ganz genau untersuchen. Was haben wir hier? Ein Fenster ist nix, ein Krug, ein Regal, nix mit einer Schüssel, ein bisschen Spinnweben, irgendwelche komischen Löcher. Ein Geröllhaufen, der verdächtig aussieht, aber man kann hier offenbar nichts machen. Hier ist nichts, irgendwelche Bodenplatten vielleicht, außer Bruno, nein. Gang, zu den Gang kommen wir gleich. Umbertos Bett. Was ist das? Hier Bett. Unten ist etwas. Ja. Komm, Bruno. Mal drunter. Hilf mir, das Bett zu bewegen. Darunter ist etwas. Das muss ein schweres Bett sein, meine Güte. Okay, hier ist irgendwas, ein Loch. Ich kann nicht genau erkennen, was darin ist. Aber ich könnte schwören, dass es aus Metall ist. Aus Metall, jetzt weiß ich auch. Wir haben noch einen Magneten irgendwie. Und zwar warum auch immer an ein Kreuz angebracht. Was ich immer nicht verstehe, warum ich das daran gepackt habe. Kann man es vielleicht rausziehen? Ach, das Kruzifix ist so klein. Aha. Was beweist, dass ein Kompass nicht nur den Norden findet. Irgend so einen Schlüssel haben wir jetzt gefunden. Ich dachte, das Kruzifix wäre irgendwie so handgroß, aber nein, es ist nur so ein kleines Ding an der Kette. Meine Güte. Okay, was ist das? Das ist Umbertos Schlüssel. Wohin führt uns Umbertos Schlüssel? Er gehört dem verstorbenen Umberto. Von Beruf Übersetzer und von Berufung Dieb. Okay. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich mal zu Umbertos Arbeitsstätte gehen und gucken. Umbertos Schlüssel. Moment. Ja, wir waren, sind ja schon ganz. Nee, sind wir nicht. Wir sind nicht in der Bibliothek, wir sind nur in der Kirche. Die Bibliothek ist nämlich hier und da gehen wir jetzt mal rein. Achso, die ist zu. Aber vielleicht mit dem Schlüssel. So. Das geht nicht. Das geht nicht. Ach, warte mal. Wir haben da noch einen Raum nicht durchsucht. Und zwar war es hier vorne. Moment. Ja, wieder an diesen Dings lang. Und zwar hier der Kapitelsaal. Vielleicht führt das ja dahin. Komm auch ein bisschen hin, Junge. Oh mein Gott, latsch doch zu. Nein. Ich hasse dich. Zur Krypta geht's wahrscheinlich auch nicht. Was können wir mit diesem blöden Schlüssel denn machen? Vielleicht das Hospital öffnen, warum auch immer. Probieren wir es aus. Bibliothek, Hospital, hier war das. Direkt mal dahin. Tür, Schloss, Tür. Obwohl ich für das Türschloss eigentlich was anderes im Sinn hatte. Und zwar dachte ich mir fast, dass wir das Türschloss vielleicht irgendwie aufsprengen könnten mit dem Schwarzpulver, was wir haben. Also ich gehe mal davon aus, dass das Schwarzpulver ist, nicht irgendwelche Eisenspäne. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie immer. Vielleicht im Türschloss? Ich kann keinen Hinweis erkennen. Na gut, dann probieren wir erstmal in diese Klause rein. Ach, in diese Klause, in dieses Hospital reinzukommen. Lass mich raten, das Pulver an sich können wir nicht einfach da unterbringen. Türschloss. Ausgezeichnet. In dem Schloss ist Pulver. Okay. Nichts. Wir müssen etwas anderes versuchen. Ausgezeichnet.
In dem Schloss ist Pulver. Jetzt müssen wir es entzünden, aber wie soll man das entzünden? Wir haben keine Flamme dabei. Vielleicht eine Kerze? Ich hol mal eine Kerze. Waren denn Kerzen? In der Kirche waren nur noch Kerzen. Da haben wir zumindest nur eine gefunden. Mal hinein. Obwohl es vielleicht auch nicht ganz so clever ist, das direkt zu entzünden, weil Schwarzpulver direkt zu entzünden führt logischerweise zu einer Sprengung. Kerze. Ja, nehmen wir doch mit. Dann rupfe ich mir erstmal die Hände weg. Ist vielleicht auch nicht so clever. Vielleicht mit einer Zündschnur oder sowas. Und irgendwas muss man mit diesem Kruzifix wahrscheinlich auch noch machen. Und dem Taufbecken. Ah. So viele Rätsel noch. Furchtbar. Ich dachte, das Spiel ist bald vorbei. Hier ist noch eine Kerze. Okay. Kann ich die auch schon mitnehmen oder macht es einen Unterschied? Ja, joggt dann alle Ruhe hin. Es scheint keine normale Kerze zu sein. Sie ist sehr weich. Okay, nimm sie mal mit. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. So, na gut, haben wir jetzt eine Kerze. Das ist ja irre. Wollen wir damit machen? Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Es wäre sehr unangenehm, wenn man mich zur Rechenschaft zöge, weil ich sie vom Altar genommen habe. Boah, ja gut, dann gehen wir mal irgendwo, wo es Feuer gibt, wahrscheinlich in die Küche. Momentan scheint alles total clever, leicht zu sein. Ich gehe da hin und basten mir eine Kerze, also mehr basten mir jetzt einfach eine kleine Bombe. Vielleicht mit Zündschnur, mal gucken, wenn ich irgendwas in der Richtung finde, wo ist denn die Küche? Ach Mensch, Refektorium, da war's doch. Küche, Weinkeller. Hier rein. So, da ist der liebe Martin, der Hexensohn. Kerze. Mach sie an! Na gut. Was, na gut? Scheint nicht zu gehen. Ah, jetzt eine brennende Kerze. Prima. Ja. Können wir jetzt schon das Pulver entzünden? Wie gesagt, ich fände es selber ziemlich dumm, das zu tun, aber hey. Was soll schon schief gehen? Brennende Kerze. An das Türschloss mit Pulver. Ich wäre tatsächlich wirklich erst lieber für eine Lunte. Wenn es nur so ein bisschen von dem Stroh hier ist, was hier rumliegt. Was ich gar nicht benutzen kann. Schade. Ohne Docht werde ich es nicht anzünden. Ich könnte mich verletzen. Du machst mich fertig. Muss ich jetzt zurückgehen, die andere Kerze greifen und... Oh. Gut, nochmal zurück zur Kirche. Vielleicht kann ich mir die zweite Kerze greifen. Geh da hin. Geh da hin. Und greife diese Kerze. Ist lustig, wir haben mittlerweile alle drei Kerzen entfernt hiervon. Aber gut. Nehmen wir die weiche Kerze eben auch. Dann müssen wir irgendwie das Wachstum draus wegkriegen. Dann gehen wir mal meistens in die Küche und schmelzen das Teil. Damit wir den Docht bekommen. Und dann haben wir vielleicht eine Zündschnur. Das ist nicht nötig. Du wirst aber die verdammte Kerze nehmen können. Es scheint keine normale Kerze zu sein. Sie ist sehr weich, ja. Das ist nicht nötig. Ich hasse dich. Oh ja, ich hasse dich. Haben wir vielleicht irgendwo eine andere Kerze noch? Ich sehe hier keine. Also hier ist keine Kerze, da ist keine Kerze. Klausengarten, Kirche, nee, da waren auch keine Kerzen drin. Dann versuchen wir gleich mal das Ding einzuschmelzen. Ab in die Küche. Hier rein. Ist hier noch irgendwo eine Kerze drin? Nee, ist es nicht. Ja, Kerze. Ab in die Pfanne. Kannst du schmelzen. Das Wachs der Kerze schmilzt. Tatsächlich. Warten wir einen Moment. Ein Docht aus dem Inneren einer Kerze. Ja, irre. Kannst du jetzt anzünden? Ich glaube, ich befürchte, ich weiß, was es ist. Wir müssen jetzt tatsächlich nochmal zurück zur Kirche. Und uns diese verdammte andere weiche Kerze holen. Das Spiel ist, naja. Die Kerzen dann sozusagen anzünden. Dann wahrscheinlich den Docht damit anzünden. Damit in Lunte legen. Und dann das Schloss aufsprengen. Das ist jetzt so meine Theorie. Kann natürlich sein, dass es völliger Humbug ist, aber hey. Wenn nicht, werde ich eben mal kurz mal ein Tagebuch nachlesen, wenn das jetzt nicht klappt, wenn jetzt die Kerze nicht nimmt. Und euch damit wahrscheinlich wieder zu Tode langweilen, aber eigentlich nur noch einen Hinweis suchen. Geh doch etwas schneller. Ja, er nimmt wirklich die Kerze. Und zwar mit Animation. Oh. Unglaublich. Gut, die Kerze weg. Weg. Raus aus der Kirche. Wieder hinein in die Küche.
ja, in die Küche, genau. Haben wir uns diesmal von der anderen Seite genähert. Die Kerze, die weiche Kerze, jetzt ins Feuer. Na gut. So. Müsste jetzt brennen, oder? Ja, eine brennende Kerze und irgendwo ist ein Kerzendocht. Mein Gott, bitte lass es jetzt funktionieren. Ab zum Hospital. Und, opala, den Docht bitte an das Schloss. Türschloss mit Pulver. Ist ja richtig MacGyver-artig hier. Komm, mach es auf, mach es auf. Und gehe doch endlich hin. Er ist trocken. So wird er nicht brennen. Ich müsste ihn in Alkohol tränken. Aber natürlich ist der einzige Ort im Kloster, an dem sich reiner Alkohol befindet, der, in den ich eindringen will. Ja, dann gehen wir halt in den Weinkeller oder so und machen da halt noch ein bisschen Alkohol dran. Das wird ja wohl gehen. Küche, Weinkeller. Weinkeller. Moment. Blablabla. Vielleicht hier Verschluss. Der Wein wird auslaufen. Ich sollte ihn in einem Gefäß auffangen. Och, wir haben doch bestimmt irgendein Gefäß da. Was haben wir denn? Wir haben hier ein Töpfchen. Tatsächlich. Voll. Jetzt kann ich den Docht darin tränken. Mensch, endlich mal ein richtiger Hinweis. So, Weinkrug. Was hat eigentlich noch hier? Ein Tittenfass. Ah, siehste. Ich frage mich nur gerade, wie hochprozentig muss eigentlich der Wein sein, weil normalerweise brennt Wein nicht unbedingt. Naja, gut. Der Docht ist in Wein getränkt. Ja, lass uns den weg. Lass uns den Weingetränkten doch endlich mal im Hospital anwenden, da wo wir schon 100.000 Mal waren. Klappt jetzt ein Weingetränkter Docht, den ich aus einer verdammten Kerze extrahiert habe, die vorher gebrannt hat und die ich vorher völlig sinnlos dabei hatte, kann ich damit jetzt vielleicht irgendwas machen? Dieses Rätsel ist echt ein bisschen Sackgang, beim besten Willen. Man hätte auch gleich, beim besten Willen, gleich mehrere, also gleich beide Kerzen mitnehmen können. Geschafft. Na, noch ist nichts geschafft. Brennende Kerze. Türschloss mit Lunte. Und? Tatsächlich, mit Actionsequenz. Ich raste aus. Alter, der brennt aber wirklich. Geil. Perfekt. Eine kleine Explosion. Aber sie hat gereicht, um das Schloss zu sprengen.